Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan, der Irish Terrier Training. Beim letzten Mal haben wir angefangen mit dem Zielobjekt suchen, dem kurz genannten ZOS. Und da haben wir den ersten Gegenstand konditioniert. Und zwar war das eine Wäscheklammer, eine Kunststoffwäscheklammer. In dem Buch steht, dass man die Objekte eines bestimmten Materialtyps am besten in einer Aufbewahrungsbox aus dem gleichen Material aufbewahrt, damit es halt keine fremden Gerüche annimmt, damit jetzt Plastik nicht auf einmal nach Holz riecht oder andersrum. Deswegen ist die Plastikklammer in einer Plastikdose. Und ich habe auch schon angefangen, ein zweites Objekt einzutrainieren. Das befindet sich in diesem Stoffbeutel und zwar ist das ein winzig kleiner Dummy. Den mag er auch sehr gerne. Ein drittes Objekt muss ich mir noch überlegen. Ich würde gerne was aus Holz nehmen, ich habe aber momentan nichts. Und wir wiederholen erstmal die Übung vom letzten Mal, um zu gucken, ob er es verstanden hat. Wir haben jetzt immer mal wieder trainiert, aber jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag 10 Mal oder so, sondern mal einen Tag was gemacht, mal einen Tag nichts, mal einen Tag 2 Mal geübt und so weiter. So, und wir gucken mal, ob er das noch kann. Conan, sitz. Sitzen. Conan. Sitz. Das ist ein Sitz. Egal. So, also wir haben das Objekt und das Futter. Die Bestätigung ist das Schnalzen mit der Zunge. Und wir halten beides hoch, benennen es, halten es ihm hin und er soll halt mit der Nase da dran gehen. Klammer. Und dann wird er bei dem Gegenstand belohnt. Klammer. Und ihr seht, er geht nach wie vor immer erstmal an die andere Hand. Klammer. Wobei er sich sehr schnell korrigiert, aber macht es trotzdem immer. Klammer. So, jetzt versuchen wir es noch einmal auf der anderen Seite. Da weiß ich, klappt es besser, weil er geht ja immer erst zu dieser Hand. Klammer. 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 So. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass man ihm zwar die Klammer und das Futter hinhält, er mit der Nase rangeht und es gibt das Schnalzen, also die Bestätigung, aber er kriegt nicht sofort das Futter, sondern er soll halt mit der Nase dranbleiben. Und wenn er halt ein bisschen länger dranbleibt, nachdem ich geklickt habe, dann bekommt er erst das Futter. Das heißt, dass der Bestätigungsklick wird zu einem sogenannten Verzögerungsklick und das üben wir jetzt. Wir machen das zuerst mal an der Hand, die ihm leichter fällt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm dann, also dass er dann richtig liegt, ist höher und ihr wollt ja, dass er möglichst viele Erfolge hat. So, das heißt, der Aufbau ist der gleiche, Futter und Gegenstand jeweils in der Hand, benennen, runterhalten und abwarten. Klammer. Er ist zwar weggegangen, aber gleich wieder hin. Klammer. Na, erst wenn er das nächste Mal wieder rangeht, kriegt er das Futter. Klammer. Klammer. Das war schon ziemlich gut. Er hat sehr lange dran gehalten. Klammer. Super. Nochmal mit der anderen Hand. Wieder viermal Futter und einmal Gegenstand. Klammer. So, kurze Unterbrechung. Akku war leer. Wir machen weiter. Klammer. Komm mal her. Mama sitzt. Klammer. Ah, jetzt war ich zu schnell. Klammer. Jawohl, super. Machen das noch 1-2 Mal mit der Hand. Die fällt ihm tatsächlich schwerer. Klammer. Jawohl, er ist dran geblieben. Er ist nicht gleich weg. Klammer. Jawohl. Nochmal mit der. Klammer. Super. Klammer. Wunderbar. So, das war sozusagen der zweite Schritt. Das muss jetzt halt so gut
klappen irgendwann nach ein paar Mal üben, dass er halt nicht immer erst mit der Nase weggeht. Also er geht ran, klickt, geht weg, geht wieder ran, sondern er soll halt dauerhaft dranbleiben. Also wenn man ihm das hinhält, er halt so lange da dran bleibt, bis er das Signal kriegt, dass er, ja, also bis er sein Futter halt kriegt, ne? Ohne dass er gleich die Nase wieder wegnimmt. Das ist also der zweite Schritt, das werde ich auf jeden Fall üben. In der Zwischenzeit werde ich den kleinen Stoffdummy konditionieren, also eintrainieren. Also mit dem mache ich sozusagen die Übung 1 aus dem letzten Video. Mit der Klammer mache ich jetzt über die Woche die Übung 2. Und wenn das richtig gut klappt, gehen wir da weiter. Der nächste Schritt wird halt sein, dass man das eben nicht vor die Nase hält, sondern dass man es halt immer weiter nach unten bewegt, bis er halt dann ja mit der Nase auf dem Boden bleibt, mit der Nase dran und das Ding nicht aufhebt. Und ich glaube, das wird für ihn halt das Schwierige an der Sache werden. Dass wenn er das Ding dann irgendwann findet, er halt wirklich ruhig da liegen bleibt und das nicht sich einfach nimmt. Deswegen, die Klammer ist schon nicht schlecht, die ist an sich unattraktiv für ihn. Den kleinen Dummy, den findet er schon super, weil er steht ja sowieso total auf Dummies. Deswegen ist der kleine Dummy schon eine schwierige Herausforderung für ihn. Und dann werde ich nochmal überlegen, was ich so als kleines Holzobjekt nehmen kann. Ich hatte hier zwar Holzwürfel, aber die sind so klein. Ich glaube, die Gefahr, dass wenn er das ins Maul nimmt, der das dann runterschluckt, ist einfach zu groß. Deswegen, es muss schon was Größeres sein, was in dieser Größenordnung. Eben aus Holz. Ich hatte erst was aus Metall gedacht, aber ich glaube, das ist zu schwierig. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier Training. Bis dann. Ciao, ciao.